An Stammzellen fasziniert mich, dass sie so viele undifferenzierte oder differenzierte Zellen herstellen können aus einer Zelle und dass es sehr, sehr lange funktioniert. Also dieses Selbsterneuerungs- und Differenzierungspotenzial finde ich einfach super. Das Potenzial der Stammzellen möchte der Forscher Hartmut Geiger nutzen, um dem Altern das Gebrechen zu nehmen und Gesundheit zu verbessern. Denn im Alter nehmen die Krankheiten zu. Und das ist kein Wunder, denn die Stammzellen altern mit und damit auch das Immunsystem. Senioren sind anfälliger für Infektionen und nicht mehr so geeignet für Impfungen, beispielsweise gegen Grippe, wie junge Menschen. Zu einem möglicherweise gesünderen Altern und besseren Impferfolgen tragen Forschungsergebnisse von Hartmut Geiger vom Institut für molekulare Medizin der Universität Ulm bei. Mit seiner Arbeitsgruppe untersucht er blutbildende Stammzellen. Sie sind der Schlüssel zum Immunsystem und spielen eine wichtige Rolle bei der Alterung. Doch wie der übrige Organismus auch, verlieren diese Stammzellen im Alter ihre Leistungsfähigkeit und können ihrem Reparaturauftrag nicht mehr so gut nachkommen. Ein Alterungsprozess in der Stammzelle muss man sich so vorstellen, dass je nachdem, nach Teilung oder vielleicht auch ohne Teilung, die Zelle einfach nicht mehr die Energie aufbringen kann, ihre Ordnung, ihre Struktur genauso aufzuhalten, wie in der jungen Stammzelle. Also die wird einfach weniger mit dem Alter. Unordnung für eine Stammzelle bedeutet, dass die Proteine, die wichtig sind, um die Funktion aufrechtzuerhalten, nicht mehr so richtig am Platz sind, an dem sie sein sollten. Das ist, wenn ein Zimmer unaufgeräumt ist, da findet man die Sachen auch nicht mehr sofort und dann ist die Funktion einfach nicht mehr so gut. Aus Ordnung in der Stammzelle wird Unordnung und das schwächt das System. Während bestimmte Proteine in jungen Zellen ganz ordentlich auf jeweils einer Seite im Zellinnern verteilt sind, sieht eine gealterte Zelle völlig anders aus. Hier sind diese Proteine viel ungeordneter über die gesamte Zelle verteilt. Mit Hilfe der pharmakologischen Substanz Casin lässt sich diese altersbedingte Umstellung jedoch rückgängig machen und die blutbildenden Stammzellen funktionieren wieder wie in jungen Jahren. Mit der kann man die Struktur von so einer alten Stammzelle einfach wieder zurückzuführen auf eine junge Stammzelle. Und was dann wirklich passiert ist, dass dann die Proteine einfach von der Seite wieder darüber gehen und der Seite rüber gehen und dass man dann quasi wieder eine polare Struktur hat, wie man sie in der jungen Stammzelle gesehen hat. Im Mausmodell haben die Forscher gezeigt, dass sie die Uhr zurückdrehen können. Bei den Tieren konnten sie die erfolgreiche Verjüngung der blutbildenden Stammzellen und infolgedessen des Abwehrsystems nachweisen. Die Impfreaktionen bei alten, aber verjüngten Mäusestammzellen und jungen Stammzellen erwiesen sich nämlich als gleich stark. Erwartungsgemäß reagierte das Abwehrsystem aus alten Stammzellen wesentlich schwächer auf die Impfung, im Gegensatz zu den jungen und den verjüngten Zellen. Diese Ergebnisse führen zu einem besseren Verständnis des alternden Immunsystems und zeigen, dass die Leistungsfähigkeit der Abwehrkräfte wesentlich von blutbildenden Stammzellen abhängt. Langfristig könnten die neuen Erkenntnisse zu einem gesünderen Altern beitragen und die Wirksamkeit von Impfungen oder der Immuntherapie bei Krebserkrankungen im Seniorenalter verbessern. Es könnte möglich sein, das Immunsystem wieder auf ein junges Niveau zu bringen in alten Personen. Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass sie Stammzellen in einen jugendlichen Zustand zurückversetzen können. Die Verjüngung gealterter Stammzellen kann dann die Immunkompetenz im Alter wiederherstellen. Noch ist das alles reine Grundlagenforschung und muss sich im Menschen erst beweisen. Das Ziel ist jedoch schon klar. Unsere Forschung ist sicher keine Aussicht auf einen Jungbrunnen oder ewiges Leben, aber es gibt die Möglichkeit, gesund alt zu werden.